Abend eine Illusion vorführen. Wer überzieht, zieht sich aus. Ruhig. Du bist sexistisch. So, und jetzt, meine Damen und Herren, sollte ich eine, wie gesagt, eine Illusion vorführen, die zersägte Jungfrau. Aber jetzt schauen Sie sich bitte alle einmal um, dann wissen Sie, warum ich dieses Kunststück heute Abend nicht vorführen kann. Keiner von Ihnen hat nämlich eine Säge mitgebracht, ne? Also, da habe ich mir gedacht, ich lasse den Elefanten verschwinden, aber dem durch so eine kleine Tür zu bringen, recht albern. Drum lasse ich, wenn das Kleine verschwinden ist, auch nicht so schlecht, habe ich extra für Sie einstudiert. Ich lasse eine Bierflasche verschwinden und dazu brauche ich zunächst mal ein Requisit, in dem nichts drin versteckt ist, nur magisch angereicherte Luft. Und jetzt, wenn wir eine Bierflasche verschwinden lassen wollen, was brauchen wir dann? Ja, woher wissen Sie das? Fantastisch aufgepasst, habe ich auch mitgebracht. Auch das Teil kommt hier jetzt hinein. So, und jetzt brauchen wir etwas magisch angereicherte Luft. Etwas, ja gut, Maggie. 1, 2, 3. Einen Zauberspruch, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier und heute das erste Mal vorgeführt vor Ihren Augen, die verschwindende Bierflasche. Und sie ist tatsächlich, noch da. Ja, das ist bei ihm hat es auch nicht geklappt. Das ist wahrscheinlich etwas wenig Magie. Machen wir noch ein bisschen magisch angereicherte Luft. Bisschen mehr Magie. 1, 2, 3, 4. Einen Zauberspruch. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, hier wurde das erste Mal vorgeführt zu Ihren Augen. Die verschwindende Bierflasche. Und sie ist tatsächlich verschwunden. Dankeschön, Applaus. Ich meine, Sie können mir das schon glauben. Die ist wirklich verschwunden, doch? Viel schwieriger wird es natürlich, diese Flasche wieder erscheinen zu lassen. Das geht natürlich wie folgt mit etwas magisch angereicherter Luft. Etwas Magie. 1, 2, 3, 4. Einen Zauberspruch, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier und heute das erste Mal vorgeführt. Vor Ihren Augen, die verschwundene Bierflasche ist tatsächlich wieder da. Die lachen da hinten, da war das. Sie glauben mir das nicht so richtig, hä? Okay, dann habe ich jetzt keine Lust mehr. Dankeschön. Okay, danke sehr. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Und Applaus für Karlene, die jetzt gleich dahin schon steht und gleich wieder am Rammel ist. Ja, alles klar. Tschüss. Vasili.